Leute, Grüße zusammen. Andere Location, Bunker. ich schneide gerade das Video Wabe einbauen Teil 2. Ich nutze das jetzt, wir haben morgen Feiertag in Sachsen angemerkt. Wie gesagt, in dem Teil geht es darum, die Wabe einzubauen. Das war Teil 2 und ich sage auch gleich, es wird noch einen dritten Teil geben, weil das wirklich sehr, sehr aufwendig und intensiv ist. Zu den Kommentaren wollte ich noch mal was sagen. Ja, es ist richtig. Ich hätte einen elektronischen Regler einbauen können. Jetzt habe ich aber 2-3 Seiten gefunden gehabt, auch RT-spezifisch und DKW, wo gesagt wurde, dass diese Regler kaputt gehen können. Und wenn diese Regler kaputt gehen und man das nicht mitkriegt, geht die komplette Lichtmaschine mit kaputt. Und damit ist, sage ich mal, jetzt auch kein geholfen. Ob das wirklich so ist, möchte ich mich jetzt mal distanzieren davon, habe ich keine Erfahrung dazu. Deswegen sage ich jetzt mal, halte ich mich jetzt da mal aus. Ich habe ja nur aber die komplette Wabe da. So. Und ich habe jetzt gedacht, wenn ich es einmal da habe, dann baue ich so auch komplett ein. Aus dem einfachen Grund auch, ich habe eigentlich kein direktes Video gefunden oder in Teilen genau erklärt mit Kabelanschlüssen, wie man die Zündspule verstecken kann, wenn man sie nicht in diesen Schaltkasten reinbauen möchte, da wo der Zündschlüssel drin ist, weil die sind wirklich sehr, sehr selten und ich möchte den Uni verhunzen drin, hatte ich auch schon gesagt, oder werde ich in dem Video, glaube ich, nochmal sagen, das möchte ich nicht. Ich bin in dem Moment, wenn ich das nämlich so mache, in dem Vorteil, ich kann es jederzeit immer wieder zurückbauen. Ne? Das wohl angemerkt. Also die Intention ist eigentlich gewesen, ich habe die Wabe da, ich habe sie günstig gekriegt vom Kumpel und dachte, gut, dann machst du jetzt mal ein Videoteil Wabe einbauen. Von Anfang an bis Ende, so dass das jeder sehen kann. Also das ist der Grund dafür. So. Ich hoffe, das Video wie immer gefällt jedem. Weiterhin klicken und gucken und Kommentare reinschreiben. Leute, bis dahin. Ich, wie immer, jetzt noch hier genieße noch meinen Feiertag für morgen und schneide das jetzt noch. So sollte das dann morgen online sein. Bis dahin. Tschüss. Ja, Freunde, da geht's mal los. Teil 2, Wabe einbauen. Also, wie gesagt, hier ist nicht ölig oder nass. Das kann ich so lassen. Also ich tue jetzt mal den Wellendichttrink hier nicht wechseln. Ich lasse das mal so. Ich gehe mal davon aus, dass der in Ordnung ist. So, kann man hier schön sehen. Da ist dieser Stift drin. Der sitzt hier so drin. Ja. Einfach Zange nehmen, ein bisschen drehen und den zieht man dann raus. Das ist das Erste. So, jetzt gehen wir rüber zur Werkbank. Ja, also wie in der Beschreibung, ne? Dieser Stift raus. Und jetzt soll man hier bei dem Stator mal abmachen, auspacken hier. Aha. Den abschrauben und dann diese Grundplatte mit der Platte aufschrauben und zwar auf 5 Ohr. 5 Ohr wäre so und hier wie gezeigt, sieht man das ja halbwegs, hier das links unten und oben ist, ja oben ist auch links, also im Gegenteil, naja, ihr seht das ja, das ist für MZ. So, das bauen wir jetzt mal dran. Ich. Da kann es mal losgehen. Also als erstes soll diese drei Schrauben hier lösen. Und jetzt soll das ja auf 5 Uhr zeigen.
das Loch um. So muss das so hier rein. Mal gucken. Aha. Okay. Soll ein bisschen. Jawohl. Bisschen drängeln sollst oder brauchst. Soll aber straff und satt aufsetzen. So, die passt. Diese passt auch. So, jetzt muss man die. So sieht das gut aus. So, hier das Loch und hier genau entgegengesetzt. Ich hoffe, man kann das schön sehen alles. Ich habe es eigentlich relativ gut rangezoomt. Genau. Schraube oben, Schraube oben. Schraube unten, Schraube unten. Und dann jetzt das Teil festziehen. Das machen wir gleichmäßig lieber hier. So. Hätten wir mal das. Und jetzt muss der. So sollte der stehen, auf 5 Uhr. Das ist ganz schön enge hier gebastelt mit dem Kabel, muss ich euch sagen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die Verschraubung da sind. Alter Schwede. Passt aber. Einmal. Ich denke schon, dass die richtig gut sitzen sollten. So, ich denke, das sieht richtig gut aus. Übrigens, ich hatte glaube ich gesagt gehabt, das Kabel, das kann ich ja dann gleich wieder verwenden. Nein, dieses hier Kabel muss raus, das hier. Und es muss jetzt das neue hier rein. So, das ist immer jetzt noch hier unten durchfäden. So, ich könnte das auch unter den Kettenkasten, könnte ich das auch so legen. Also Kettenkasten geht unter die Schläuche. Stört ja keinen eigentlich hier. Können wir es gleich rübertüdeln. So, so sieht das ganz gut aus. Es hängt hier ordentlich, hier kann nichts passieren. Und jetzt müsste eigentlich nur noch. Hier ran. Ich hol mal. So, haben wir sie. Die sogenannte Schwungscheibe oder Rotor
habe ich noch, so wieder vergessen. So, jetzt müsste ich. Oh, jetzt muss ich schon wieder Pause machen. Ich brauche einen Stift. Und zwar muss ich jetzt hier drinnen markieren. Das habe ich mir jetzt so gedacht. Wo ist hier mein Kerbstift? Der sitzt hier. So, da denke ich, da kann ich das besser sehen. Weil laut der Beschreibung sieht man das hier, ist ja eingefräst. Ne? Und da müsste ja dann hier über den Kerbstift drüber passen. Weiter ist hier. So. Kabel und so weiter. Genau. Rotor aussetzen. M27 mal 1, bla bla. Das ist das Bild. Gucken, dass der Deckel, den machen wir jetzt noch nicht drauf und so weiter. Wie erfolgt die Zündung? Auf dem Rotorumfang ist eine Markierung, die haben wir hier. Die haben wir noch innen, ne? Wir haben die hier. Linie markiert, muss ich meine. Alle Grundplatte befindet sich auch eine Zündmarkierung. Ah, das ist diese. Und die müssen übereinander stehen und dann sollte die Zündung passen. Das euch mal so jetzt hier davor halten. Ja, ist die Markierung auf der Platte und die haben wir. Mal sehen, ob ich das so nah ranzoomen kann. Doch, das geht. Ich zeig's mal so kurz. Hier. Also gegenüber von dem Loch, von der Verschraubung hier oder dem Steg hier drinnen. Da ist ja die Zündmarkierung. So. Was ich jetzt hier nicht so schön finde in der Beschreibung. Es stehen ja keine Anzugsmomente oder sonstiges drin. Ich könnte jetzt nochmal bis nach ganz hinten blättern, ob da vielleicht noch irgendwie was beschrieben ist. Nee, kann ich ja eigentlich nicht lesen. Das ist ein bisschen schade. Tja, bei einer 10er, das ist ja, ich nehme jetzt mal Schlüsselweiten, ne? Das war jetzt 13, 14er und das ist eine 10er und die jetzt auch mit 25 Newton anziehen. Habe ich so ein bisschen meine Bedenken. Auf alle Fälle mache ich jetzt mal die Kamera ab, zeige das mal kurz hier drinnen, wie ich jetzt die Markierung gemacht habe. Moment. Das wackelt jetzt heute ein bisschen. So. Kann man das schön sehen? Den Kerbstift dort. Und dort habe ich meinen Strich gemacht. Und logischerweise sollte jetzt. Ein Stück zurück machen. Diese Rotorplatte. So hier drüber passen. Oh, ich muss mal wieder hinhängen, weil das macht sich wirklich mit einer Hand beschissen. Jetzt muss ich wirklich gucken. Aha. So. Gut. Also ich würde jetzt sagen, so, die Frage ist, wie gesagt, bin fest. Ich hol mal Newton-Schlüssel. Also ich mache jetzt mal eins. Ich mache jetzt einfach hier 10 Newton. Ja, brauche ich. Wie
wieder einen anderen Aufsatz. Null. 15 Juden, so ich. Andere Nussholen, weil das ist andere Schlüssel. Gut, ich hoffe, man kann das sehen. Ich habe hier Skala 15 Newton. Motorkolben ist ja noch blockiert. So, wie gesagt. Weitergehen oder nicht? Bei 25 ist Vorschrift, ne? Also, so steht es im Buch drin. Jetzt bin ich auf 20, ich gehe mal auf 20. Aber dann ist wirklich Schluss. Gut. So, somit sollte eigentlich das Thema jetzt hier erledigt sein. Den Jugendschlüssel rüber, so, und jetzt ist eigentlich Kontrolle. Ich hätte Kerze jetzt rausmachen können, aber für mich so nur von dem Trainer, das würde man wahrscheinlich schon sehen, ob es eiert oder nicht. Gut, dann können wir jetzt auf die andere Seite gehen und können da weitermachen. Und hier sind wir eigentlich fertig. So, kann man schön sehen. Geht weiter. Ich werde die Zündspule mal hier fixieren. Mit Kabelbinder. Also ich werde definitiv nicht in den Arm bohren oder sonst irgendwas. Keine Angst. Aber mit Kabelbindern kann man das schön fixieren. Wo soll die auch hin? Ich muss mir dann eben bloß einen Kopf machen. Wie bekomme ich hier dann jetzt nochmal richtig Masse drauf? Weil die muss mit Masse ja noch belegt werden. Dass ich hier irgendwie noch ein Kabel massenseitig herziehe. Gut, also das zusammenbasteln. Die ganze Elektronik, das Zeugs, das wird alles, ich sag's jetzt Teil 3. Weil dieser Teil ist auch schon wieder ellenlang. Mann ey. Und schon wieder sau spät. Dieses Getriebe. Ja, jetzt habe ich immer den Bock angestochen, da muss man weiter. Ja, Leute, Ende vom Video. Ich habe das jetzt fertig geschnitten, alles ist jetzt... Oh Mann ey, schon 12:30. Also da kann man mal sehen, so ein Video schneiden, das geht so um die 20 Minuten rum. Dauert manchmal 2-3 Stunden. Was ich mal anmerken wollte noch, habe ich jetzt gerade noch reingeschrieben, dieses Hintergrundgeräusch ist meine China-Heizung. Also die läuft seit 3 Jahren wirklich picobello. Ich fülle nur Heizöl nach und nichts weiter. Bin sehr, sehr zufrieden. Wer sich mal das Video dazu angucken möchte, ich könnte es jetzt hier verlinken. Ja, gucke ich mal, ob ich das noch hinkriege irgendwie. Ich jetzt hier das Video hochladen, rendern nennt sich's, muss das Programm noch machen und wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Der ist ja nun mittlerweile schon. Bis dahin, tschüss. Und ich gucke mir jetzt noch Act the Chain an. Geiler Film. Tschüss.